glaube, hier kann er mich nämlich nicht erwischen. Und danke für den Hinweis mit. Man kann ja nicht was bekämpfen, was man nicht sieht. Hey! Hey! Er hat mich einfach eingefroren, obwohl ich gar nicht da bin. Ich glaube, es ist eine Schutzmaßnahme. Ah, ist das nervig. Auch irgendwann ist seine Magie auch mal erschöpft. Aber das gibt's doch nicht. Das ist bestimmt extra so gemacht worden, damit man halt nicht sich irgendwo versteckt hält. Aber zum Glück macht's keinen Schaden. So. Ah, der hat sehr viele Lebenspunkte. Oh, das hat schön reingehauen. Ich kann trotzdem weiterschießen. Der epischste Drachenkampf ever. Er hockte in einer Höhle und war einfach starr. Und der Drache wurde einfach abgeknallt. Oh, jetzt kann ich nicht losschießen. Losschießen. So. Also wenn wir den Drachen schaffen, können wir auch Kulta schaffen. Kulta hat aber weniger Lebenspunkte. Mann! Oder vielleicht soll ich näher rangehen. Ich kann mich nicht erinnern, dass er so oft gecastet hat. Ich glaube, das macht er auch nur wegen dem Mod. Oh. Und ihr so... Man sieht es an seiner Kralle, dass er gerade krass ist. Der dreht sich einmal im Kreise, seht ihr das? Jetzt guckt er mich ja schon direkt an. Mach's gut, Drachi. Das ging eigentlich vom Damage her. Jetzt habe ich normale Knochen eingesammelt. So, und jetzt brauchen wir noch einmal Telekinese. Also hier schweben. Falls ich schweben nochmal brauchen sollte. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, jetzt müssen wir... Schweben brauchen wir wirklich nur wegen dieser Sektion. Telekinese. Oh, ich brauche Platz. Ich brauche Platz im Inventar. So. Ich brauche Platz. So, zwei Eier brauche ich mindestens. Einmal für die Verzauberung und einmal für den Trank. So, und wir können jetzt endlich den Trank machen. Oh, ist das schön. Oh, und ich dachte, wir verkacken das hier alles. Ich darf jetzt nur nicht sterben. Hier rüber. Hm. Hier unten sind, glaube ich, noch Ausrüstung. Ich gucke mal.
ob ich noch ein bisschen was mitnehmen kann. Meinen Shop haben wir erstmal nicht. Die Rattendinger kann man mitnehmen. Hier. Hier ist noch ein Schwert. Und eine Fackel. Und ein Seil. Damit können die Unsichtbarkeitstränke brauen. Das Problem ist, unser Brauen-Skill ist nicht hoch genug. Hätten wir mehr auf das geskillt, hätten wir mit Unsichtbarkeitstränken uns zulegen können. Also quasi zuwerfen. Das wäre gar nicht so schlecht gewesen. Dann hätten nämlich alles... einfach alles übergangen. Ohne groß zu kämpfen, aber... das mit Kulta funktioniert ja nicht. Oh, halt, ich kann nicht teleportieren. Jetzt war ich schon wieder darauf, mich zu teleportieren, was gar nicht geht. Zu sehr gewöhnt ans normale Arx Fatalis. So, was wäre jetzt der kürzeste Weg? Ich muss jetzt zur Krypta. Nee, halt, ich muss zur Taverne. Heißt... Hi, Groy. Ist Groy jetzt eigentlich böse auf uns, weil wir jetzt sehr viele Trolle getötet haben? Hallo. Hallo, mein Freund. Nö. Ich habe nämlich... Ich habe jetzt so viele Trolle umgebracht. Warte mal. Warte mal. Verdammt. Wir hätten Buwaka vielleicht töten können, aber ich weiß nicht, ob der auch vor der Götzenquest auftauchen kann. Weil die Götzenquest ist ja im Grunde erledigt. So. Wo muss ich jetzt am besten lang? Ich müsste über die... ich müsste über Akbas Tempel. Das wäre am schnellsten. Aber ich glaube, ich komme da nicht wieder zurück. Das Tor ist ja bestimmt zu. Genau, hier. Über Akbas Tempel kommen wir nicht. Oh, wie komme ich jetzt zur Taverne? Ach, ich bin blöd. Ich kann doch einen ganz normalen Weg gehen. Ich kann doch den ganz stinknormalen Weg gehen. Hi. Du mich lasse gehen! Du mich lasse gehen. Tissi kann ich sogar noch ausrauben. Oh, jetzt können wir endlich den... Trank herstellen. Hat das übrigens gute Erfahrungen gegeben? Nächste Stufe sind noch 11.730. Es ist einiges, aber ich denke mal, ein Gagag-Trank wird schon reichen. Ich mache mir trotzdem vorsichtshalber 10, weil ich will trotzdem die nächste Stufe erreichen. Ich denke, wir brauchen sowieso nicht sehr viele Stufenaufstiege noch. Achso, ich mache mal lieber den Quick-Save. Dass wir das soweit geschafft haben. Ich bin des Königs lange verschollene Tochter. Wirklich, Sir. Okay, dann versuchen wir es nochmal. Diesmal mit dem Drachenei. Bitte, geht jetzt! So, den Lauch. Die Karotte. Und das Drachenei. Und zack. Den ein Trankergag steht da. So, jetzt müssen wir wieder in die Stadt. Und dann durch die Krypta. Und mit diesem Bogen werden wir das Böse besiegen. Wir müssten den ganzen Kram ja hier gar nicht machen, wenn wir Kulta gerettet hätten, aber wir haben es beim letzten Mal halt anders gemacht. Ich versuche einen anderen Weg einzuschlagen und da muss ich damit auch klarkommen. Und ich habe viele, viele neue Sachen kennengelernt dadurch. Ich wusste zum Beispiel den Dialog mit den Drachen, wusste ich gar nicht. Dass man zwischenzeitlich zu den Drachen gehen kann und ihn... darüber ausfragen kann, was gerade zur Situation passt. Vielleicht kann man sogar
frühere Optionen, wie zum Beispiel bevor man zum Aqua-Tempel geht. Schweben kann man ja relativ schnell lernen. Hätte man das vielleicht so machen können, dass man sagen kann, ach, ich gehe mal zum Drachen, lass mir ein bisschen Infos geben. Ich kenne leider nicht alle seine Audio-Files. Aber bestimmt gibt es einige. Das macht den Drachen nicht mehr so einsilbig. Weil sonst war der wirklich nur für einen Zweck da. Der war nur dafür da, dass man die Dracheneier kriegt. Und da gab es nur die Quests mit seinen Schuppen. Und jetzt könnte man sagen, ja, jetzt ist er auch ein Berater nebenbei. Aber das ist ein guter Hinweis. Den Unsichtbarkeitstrank sollte man hier durchgehen. Hä? Hier passieren seltsame Sachen in Arxatelis. Wirklich seltsame Sachen. Oh, jetzt könnte der Licht da sein. Ja, die Mumie ist schon da. Das heißt, der Licht ist auch da. Oh, mein Bogen, mein nächster Köcher ist verwendet. Bin beim nächsten Köcher angekommen. Ich muss unbedingt neue Köcher kaufen. Machen wir den Licht noch platt? Ich würde sagen, jo. Wobei, wir können den Bogen an den Licht ausprobieren. Ich habe was gehört. Ne, warte mal. Lord Inut war auf der anderen Seite. Haben wir Enthüllen? Wir haben Enthüllen, haben wir nicht, oder? Ich weiß nicht, ob es ohne Enthüllen geht. Magische Geschosse. Und Backstab. Ich probiere es jetzt mal ohne. Sonst muss ich Enthüllen kaufen. So, Lord Inut, hier ist dein Trank. Shit. Shit. Okay, wir brauchen Enthüllen. Scheiße, ich bin auf nichts vorbereitet. So, wir müssen dafür in Ebene 5. So, jetzt sind wir auf Ebene 4. So, und hier geht's zur Ebene 6. Ich weiß es nicht. Scheiße, hier geht's zur Ebene 6. Ne, Ebene 5. Sehr gut. Aber ich glaube, hier gibt's noch einen Enthüllenzauber. Es ist zu ruhig. Oh shit. Ich hab gar nicht alle Trolle besiegt. So, der eine. Okay. Noch ein bisschen Trollmord begangen. Aber hier war doch gar nichts. Ja. Ich bin jetzt hier gerade umsonst hingelatscht. Hier geht's zum Erdclan, ne?
Oh. Was? Du blöde Ratte. Ich hab's gewusst, irgendwann kommt die. Dafür muss jetzt deine Ratte sterben. Oh, hier ist noch Gold. Der Erdclan. Stimmt, den Erdclan habe ich noch gar nicht die Quest angenommen. Ich habe bis jetzt nur den Wasserclan ausgeraubt. So, wo muss ich jetzt lang? Ich muss jetzt hier hinten lang. Und jetzt hier links. Und dann nochmal links. Wir müssen nämlich zum Wasserclan. Ich hoffe ja, dass die Händler noch da sind. Dann kann ich wenigstens noch ein bisschen Zeug verkaufen. Ja, die sind noch da. Ruckel die Ruckel speichern. Enthüllen. Oh, du bist meine Rettung. So, Lähmung. Fliegendes Auge. Aura Zeugen. Das kann ich verkaufen. Die Trollamulette brauche ich nicht. Den Ring kannst du haben. Aura Entzaubern haben wir schon einmal. Bäh. Kosum. Kommunikatum. So, dann kann ich nicht mehr verkaufen. Das ist der Nachteil bei Arxatellis. Dass, wenn das Inventar von den Händlern voll ist, dass die dann nicht mehr nehmen können. Was einerseits auch realistisch ist. Weil normalerweise können die auch irgendwann mal voll gehen. Die können auch irgendwann mal kein Geld mehr haben. Wenn sie so viel kaufen. So wie das in anderen Rollenspielen so gehandelt wird. So, wo bin ich jetzt lang gekommen? War es hier? Nee, jetzt ist schon wieder beim Erdclan. Hä? Wo bin ich denn lang gekommen? Hier irgendwo. Irgendwo hier war's. Hier geht's zur Ebene 4 zurück. Ich bin noch nicht hier reingekommen, oder? Nee. Hier komme ich zur Ebene 4 und ich muss ja zur Ebene... Ich muss zur Ebene 4 zurück. Achso, ich bin ja richtig. Oh. So. Und wieder in die Krypta zurück. So, und jetzt müsste es aber klappen. Jetzt haben wir genug getan, um endlich diese Quest zu erledigen. Und da ist Lord Inut. Und hier ist der Trank. Und ich bin Level 8. Nochmal ein Geschick. Hier könnten wir das jetzt nochmal um 2 Punkte erhöhen. Dann wären wir bei 100 Punkten. Aber ich würde sagen, wir erhöhen den Damage. Hier könnten wir jetzt noch in Objekte identifizieren, Tränke vergiften, Brauen von Tränken. Was? Tränke vergiften? Das war Quatsch, was ich gerade erzählt habe. Hm. Ich könnte das noch erhöhen, aber ich glaube, ich brauche 60 für Unsichtbarkeit. Das ist nicht wenig. Aber wir kriegen jetzt den Bogen, das heißt, wir brauchen das eigentlich alles so gar nicht. So. Speichern. Schnell, geh, bevor die Ablösung hier auftaucht. Ja, Kulter. Ich könnte jetzt noch weitere Gag-Tranks an ihn anwenden, um noch mehr Level-Ups zu machen, aber da wir jetzt uns den Bogen schon holen, sind die Level-Ups nicht mehr nötig. So.
Ich finde es lustig, dass er wie ein Huhn explodieren kann. Bam. Und ich krieg das Schwert. Was? Nee. Nein. Stopp. Nein. 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 Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Das glaube ich nicht. Achso, habe ich jetzt meine Punkte schon verteilt? Ja. Schnell, geh, bevor die Ablösung hier auftaucht. So. Komm schon, gib mir den Bogen. Ja. Gut. Wie so ein Spielchen. Gib mir den Bogen. Achso, der muss sich anders ins Inventar legen. So, und jetzt haben wir Lord Inuts Super OP-Bogen. Und mit den Geschickskill, den wir momentan haben, machen wir so viel Schaden mit dem Teil. Plus Feuerdamage. Das kann keiner mehr aufhalten. Ich weiß nur nicht, ob wir trotzdem Kulter schaffen. Oh, hi. Du bist mein erstes Opfer. Ich hab ihn in die andere Welt verballert. Dann ist der Licht. Ich habe den Licht one-hitted. Ich mache momentan so viel Damage. Ich denke, es dürfte jetzt kein Problem sein, Kultar zu besiegen. Und der Licht ist gefallen. Ich habe es ja auch ohne schon geschafft, ohne Bogen. Aber Kultar ist halt schwierig. Und nach Kultar kommt eigentlich nur noch die Rattenmenschen. Und selbst die würde ich noch so schaffen. Mit dem Bogen, auch den riesigen Wurm. Und danach kommt ja nur noch die Elsiden-Festung. Und die Elsiden-Festung brauche ich den Bogen sowieso. Also war es jetzt nicht falsch, finde ich, dass wir ihn jetzt schon geholt haben. Aber ich habe es bis hierhin ganz gut geschafft. Finde ich, persönlich. So, jetzt können wir das ja mal an die Elsiden probieren. Wir gehen nur noch ein bisschen durch die Stadt. Und killen noch ein paar Elsiden. Und ich kann ja auf jeden Fall noch ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. Jetzt brauchen wir 31.000 fürs nächste Level ab. Das ist krass. So. Jetzt noch nicht übermütig werden. Wir haben zwar einen OP-Bogen, aber wir sind nicht unverwundbar. Da. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Drei Schüsse habe ich gebraucht. Ich glaube, da kostet trotzdem Pfeiler. Also wenn ich keine Pfeiler habe, dann ist der Bogen auch useless. Boop. Nein! Oh, ich will nicht sterben. Oh Gott. Ist die Frage jetzt, kann ich eigentlich noch Sachen knacken? In der Stadt? So, hier dürfte keiner mehr sein, oder? Nee. Ich habe jetzt alle Elsiden in der Stadt erledigt. Jetzt gibt es noch die in der Burg. Das könnte etwas schwerer werden. Weil der erste kommt ja auf mich zugelatscht. Aber ich könnte da den Unsichtbarkeitstrank nehmen. Und ich glaube, das werden wir auch machen. One hit.
Auch One-Hit. Ich habe gerade einfach mal die Elsiden gewonnen. Aber ich glaube, ich sollte mich noch heilen, bevor wir in den Kampf gehen. Ich hoffe, der ist nicht so nah. So cool. Einfach so heftig. Wie gesagt, ohne die Kulter-Scheiße würden wir das sogar schaffen. So, der andere ist oben, glaube ich. Oben ist, glaube ich, noch einer. Oh. Das ist cool. Denn auch noch einer? Normalerweise weiß ich, dass hier nur einer ist. Da gehen wir auf Nummer sicher. Ne, hier ist keiner mehr. Gut. Bleibt jetzt nur noch Kulta übrig. Dürften eigentlich nicht mehr viele Elsiden zum Zurückziehen da sein. Und danach gehen wir erstmal verkaufen. Oh, definitiv erstmal verkaufen. Oh, kurz was essen. Anchaka hat schon lange nicht mehr rumgemurrt, dass er Hunger hat. Ein Heiltrank. So. Speichern. Bogen in die Hand nehmen. Geht ja nicht. Jetzt. So. Ach, Kulta. Du bist ein kleiner Sack. Kulta, das war alles. Ja. Oh. Ich hab Kulta gewonnen, hittet. So. Ich will aber trotzdem mal die Elsiden-Rüstung mitnehmen. Zum Verkaufen. Oh. Achso, man kriegt. Ach stimmt, man kriegt keine Elsiden-Rüstung, wenn man Kulta bekämpfen muss. Stimmt. Hui. Fein da. Versager! Der Bewahrer ist entkommen! Überlass dieses erbärmliche Königreich den Menschen und kehrt sofort in unser Refugium zurück! Refugium. So, wir haben die Apokalypse überlebt. Ob wir darauf stolz sein können, weil wir den Superbogen jetzt haben, weiß ich noch nicht, aber egal. Wir kommen jetzt auf jeden Fall aufs Ende zu. Aufs Grande Finale. Wir werden als erstes versuchen, die... Wobei, wir können ja... Wir können ja erstmal zum König. Zum König gehen und erzählen, dass wir den Meteoriten zerstört haben. Damit wir die nächste Quest bekommen. Und dann müssten wir, wie gesagt, das Super-Duper-Schwert zusammenbasteln. Und dann geht's aufs Finale zu. Und das Super-Duper-Schwert... ja, das ist nur noch ein einziger Weg dann eigentlich. Das machen wir aber dann, würde ich sagen, beim nächsten Mal. Tut mir leid, dass ich das jetzt schon wieder beenden muss, aber ich muss immer eine Etappen aufnehmen. Leider ist der Tag zu kurz. Hat zu wenig Stunden. Und da sind alle Wachen wieder da. Wo wart ihr denn die ganze Zeit? Ich nehme mal die Schwerter mit. So. Was macht Carlo damit, ja? Okay, das sieht seltsam aus. Vielen Dank, Amshagar. Ihr habt das Königreich gerettet.
Ich habe dich fürchtet, aber das was ihr wie könnt leider wo kann ich werde. Okay. Tagebuch ist aktualisiert. Wir haben noch ein bisschen Erfahrungspopel bekommen. 25.000 brauchen wir noch. Dann sind wir schon bei den Stufe 9. So. Ach so, halt andere Seite. Ich muss die ganzen Schwerter mal verkaufen. Und wir werden dann jetzt erstmal uns die Info holen, wie man das herstellen kann, was die besten Materialien wären. Räumt die keiner weg, die Schwerter? Muss ich die machen? Wegräumen? Muss ich das machen immer? So. Ich suche nach einem Buch mit dem Titel Theorie. Achso, den hat man ja hier gar nicht. Das heißt, ich muss sowieso zu den Schwestern. Und dort werden wir dann auch gleichzeitig die Ringe abgeben. Das wird uns in ihrer Gunst noch höher aufsteigen lassen. Weil wir sind voll Badass. Und wir verraten alle. Und bei der Verzauberung wollen sie ja dann wissen, wo das Rebellenlager ist. Und das werden wir, glaube ich, auch ausplaudern. Egal, wir werden jetzt erstmal an diesem Punkt erstmal einen Stopp machen. Und wir sehen uns dann in einer anderen, in quasi der nächsten Folge wieder. Wenn wir auf dem Weg sind zum Super-Duper-Schwert. Bis dann. Ciao.